Hallo und herzlich willkommen zurück bei Avonachos neuestem Gebäude. Schönen guten Tag, Avonacho. Ja, schönen guten Tag. Wir haben uns eben hier kurz in der Aufnahmepause darüber unterhalten. Im nächsten Patch, wenn ich das richtig verstanden habe, soll man wohl kein Wasser mehr in den grünen Pflanzen brauchen und man kann Kaffee anbauen, weil du hast mir gesagt, du hast hier wieder in der Mitte halt ein Wasser. So. Ja, ich habe hier beim Mais nicht komplett durchgezogen, sondern eben auch nur diese einzelnen kleinen Löcher gemacht. Ne, also erst beim ersten hier mit zwei. Und dann kommt das Wasserloch und dann immer vier weiter und wieder ein Wasserloch. Und du warst aber nicht so begeistert davon, ne? Dass man da, dass man, also wenn ich es richtig verstanden habe, braucht man wohl kein Wasser mehr, es soll so wachsen. Wäre ich absolut nicht begeistert von, weil es unrealistisch ist, wenn ich ein Gewächshaus anlege und dort Erde reinmache, dass dort die Erde Wasser hat. Ja. Das Wasser muss ja irgendwie in die Erde reinkommen. Das stimmt. Und deswegen, das wäre extrem unrealistisch, das würde ich nicht gut finden. Draußen wird es regnen, aber also du wirst es auf alle Fälle drin lassen. Gut, finde ich optisch auch stimmig halt, ne? Aus der Optik, aus optischen Gründen würde ich es auf jeden Fall drin lassen, ja. Ja, ich denke mir, die meisten werden im Survival das dann sich sparen und sagen, ich baue lieber mehr an, aber du hast ja auch den Blick fürs Detail. Ja, es wäre aber nur eine Kartoffel, die ich da mehr anbauen könnte. Also Ja, die das Kartoffel. sind fünf Kartoffeln, wenn sie rauskommen. Und wenn du gleich mal in meine Küche reinguckst, dann wirst du sehen, ich habe da drei Schränke voll Kartoffeln. Das ist also wurscht. Ja, geh du mal vor, weil du sagtest, sie sollen nicht so weit Ja, wir vorpreschen. gehen. Genau, du stellst dich jetzt mal bitte einmal hier hin und schaust mal nach oben. Okay, Moment, ich tippe auf ein offenes, auf eine offene Wendeltreppe. Boah, geil. Das sieht ja Foto. Ja, da hast du ein vernünftiges Thumbnail, da wirst du nichts spoilern. Und alle werden erstmal fragen, was ist das? Das von unten hat das ein bisschen was von so einer Escher-Zeichnung, muss ich sagen. Das ist ja, das ist ein Treppenhaus. Das ist ein richtig Das ist ein cooles. Treppenhaus. Hier sind die Fenster auch relativ wild offen. Also du wirst hier überall so offene Fenster finden. Das ist auch tatsächlich wieder nur zum Durchschießen gedacht. Ja. Und damit kriegst du wirklich jede Ecke von hier vom Osten bis zum Westen runter. Den kompletten Bereich kriegst du abgedeckt. Kann man eigentlich jetzt mit Pfeil und Bogen durch die offenen Ja, Fenster deswegen habe schießen? ich das so gemacht, weil du mit Ah. Pfeil und Bogen durchschießen Oh, kannst. das ist gut. Das ist für mich ganz wichtig. Irgendwo so. Ja, und deswegen hast du ja ab und zu Fenster, die komplett quer gesetzt sind und ab und Ja. zu Fenster, die einfach nur ein bisschen schräg gesetzt sind. Ja. Und es sieht auch noch gut aus. Ja, wobei das hier im Treppenhaus ein bisschen wild aussieht. Ich gucke jetzt gerade mal. So, und jetzt ist Folgendes, ich wollte... Guck mal, da hast du diese Treppe hast du sogar direkt an dem Glas gebaut und ach nee, da hast du Nee, auch nee, wieder ich habe... Zäune gesetzt hier. Ja, genau, das wollte ich dir gerade sagen. Ich wollte hier nämlich keinen Wooden Frame hinsetzen, weil das einfach scheiße aussieht, auf gut Deutsch gesagt. Ja, das Und deswegen stimmt. habe ich Zäune genommen. Das ist eine gute Idee. Wobei die Idee mit den Zäunen, die hatte ich. Ich wusste nicht, ob das geht irgendwo so, aber. Weil ich muss mich Ja, auch man mal mit muss meinem Bau immer. jetzt mal beschäftigen, irgendwo so ein bisschen gedanklich wenigstens. Ja, man Wo wollen muss wir da denn immer hin? einfach. Wir gehen gleich erstmal hier unten rein. Ja. Hier siehst du, das Treppenhaus habe ich dann abgeschlossen, hier auch mit Rampen. Ja, dass das ein bisschen Ja, nicht so das. abgehackt nach Nee, und oben das, geht, das sondern. Oberlicht, das ist mir auch gleich aufgefallen, irgendwo so. Dann können wir dann gleich auch nochmal hoch aufs Dach. Wollte ich dir ein paar schöne Designtricks zeigen, die dank der neuen Bauteile, die Van Pimps eingeführt hat, eben gehen durch diese Innencorners und Außencorners. Mach, ich kann die Tür nicht öffnen. Mach du mal. Ja, gut, dann würde ich sagen, willkommen im Living Room. Ei, schön rot. Cool. Mit den runden Säulen hier. Ja, und eine kleine Büroecke. Ach so, hier sind, ach, sind beides sind vier Säulen und zwei halb hohe. Und ich sehe schon, du hast dir massiv viel Grünpflanzen zugelegt. Ja, und du siehst auch, deswegen Living Room. Ich habe hier offene Küche, Ja. ja, also keine getrennten Räume. Habe mir hier eine kleine Bibliothek auf beiden Seiten, so Bibliotheksschränke fertig Das sind gemacht. eben, die finde ich an der Form, in der Optik nämlich richtig, also passt sehr zu dem roten Holz und der Beleuchtung, die du hier hast. Und jetzt will ich trotzdem mal in ein paar Schränke reingucken. Ich schalte mal das HUD Ja, wieder in an. denen ist nichts drin. Das Okay. sind Lootschränke. Nee, Hier die aber auch wenn Küchenschränke. es hier die Küchenschränke sind, sage ich mal, aber wenn man jetzt so guckt, ne, eine Mahagoni-Schrankwand hat man ja vielleicht in seinem Leben schon mal gesehen. Ich jedenfalls.
Ja, ich hatte dir in der Wüste ja schon mal gesagt, den Lootraum, den ich da hatte. In dem einen Ja. könnte man auch eine Bibliothek rausmachen. Ja, du Ja. hast hier, wo die drei Campfire ja stehen, darunter hast du was zu trinken. Ja, Honig. Und 40, man sieht, du hast oft Besuch von Nonnissen bekommen. ja, das waren deutlich mehr. Und hier, wo die zwei Campfire ja stehen, da hast du halt die Essecke, ne, wo halt Zwei, viel zu ach essen da. ist. Ah ja, okay. Und dann hier Ja, hinten wieder das okay. kleine Wasserloch. Da hat jemand aber. Ja, Eier sind Mangelware, ne? Federn bei dir auch, ne? Du hast mir Eier und gesagt. Federn sind extrem. Ich habe sieben Federn in der Tasche. Also ich habe die ja Vier diesmal Biker. kommen. Guckt euch das an. Vier Biker. Es gibt Menschen, die haben nicht mal einen irgendwo so. Also Vier Stück. ich habe sechs. Dort sind vier drinne. Hier im Campfire ist einer und in Ja. meinem Erstbau im Campfire. Ne, in der Kiste ist auch einer drin. Ach klar, in der Kiste im Erstbau. Man hat's ja. Ja, eben, man hat's. So, und diese Kisten, diese drei Schränke, die sind voll mit Kartoffeln. Hier ist ein Schrank mit Blaubeeren und ein Schrank mit Mais. Verdammt, die sind ja alle voll. Okay, ja. Ja. Oh, hier, First Aid Kits. Ja, und die habe ich mir hergestellt. Das kannst du ja relativ einfach machen, auch mit den Materialien, die dort drin sind. Ja, und du kriegst viele Schwesterbesuche anscheinend bei den ganzen Ja. Painkillers, die du da hast. Ja, ohne Ende. Ja. Ach schön, Also in wieder jeder ein. Horde sind bestimmt vier, fünf Schwestern dabei. Ja, Und kleiner die bringen immer Arbeitsschrank tolle Sachen hier. mit. Kleine Arbeitsecke hier. Darf ich hier rausgehen? Da kannst du nicht rausgehen, das ist mein Tresorraum. Wow, cool. Schick. Die Idee, die ist mir jetzt im Nachhinein gekommen, weil. Ja, oh, okay, da ist ja einiges drin. Weapon Repair Kits. Du Ja, hast alles. 33 Pfeile. Okay, das sind aber echt nicht viel, Nee, da habe ich 33 und in der Tasche habe ich 7. Ich habe immer ne? die Hälfte, hatte ich immer da drin und die andere Hälfte habe ich in der Tasche. Das sind so viele Waffen, sind das gar nicht, um sich gegen so eine große Horde da zu behaupten. Du, das sind, abgesehen von den Repair-Kits, ist das alles Sammelware. Da habe ich nichts von gecraftet. Hier kommst du ja gar nicht So, zu bei und dem Haus irgendwo. Hier hast du auch wieder Zaun an der Decke. Ja, okay. ja, Ach ja, wieder auch das das gleiche Wohnzimmer Problem. ist ja wieder genauso groß und offen ohne Säule. Das ist genauso groß Richtig. sicherlich wie unter uns die Plantage, ne? Ja, nur hier habe ich ja eben einen geschlossenen Eingang, deswegen auch den Tresorraum, Hm. weil der Eingang ist ein bisschen reingezogen. Das siehst du ja anhand dieser Bibliotheksschränke. Ja, genau. Und damit das nicht so asynchron aussieht und auf gut Deutsch gesagt ein bisschen bescheiden, habe ich dann den Tresorraum auf der anderen Seite gesetzt und dadurch ist das Ganze wieder synchron. Ja, das stimmt. Ja, doch. Was erzähle ich hier eigentlich mit Synchron? Symmetrisch Ja, natürlich. ich war überlegen, ob ich was sage, und dann dachte ich mir, ach komm, Synchron hat sich doch mittlerweile auch dank der Hirnstutzbande so Ja, komm noch eingebürgert. mal einmal kurz runter. Ja. Weil du hast hier, da warst du ja eben von der anderen Seite ein bisschen vorschnell, du hast hier nämlich einen Ausgang zum Sniper-Turm. Ach, okay, ja, von da drüben habe ich schon so halb rüber geschielt und mich dann sofort verlegen weggedreht in der ersten Folge, weil ich wollte Ja, ja nicht zu viel und du sehen. siehst, ich kann hier rüberlaufen. Kein Problem. Ja. Na, also du hast somit einmal unten den eigentlichen Eingang zum Sniper-Turm und hier hast du dann nochmal einen direkten Eingang zum Sniper-Turm. Und dann geht es hier einmal zum Dach Ach, auch. guck mal, Brauchen wir aber Sonnenuntergang jetzt nicht kommt hier gehen. langsam an irgendwo Oh so. ja, hast du das gemacht mit der Maximaleinstellung? Ja, ich habe die Grafik auf ganz hoch gestellt irgendwo so. Dann dürftest du, ich hoffe, du siehst denn, du hast ja normalerweise die Sonne immer nur so einen runden Kreis. Das sieht zwar schon ganz schön Nee, aus, das hat richtig eine aber. Corona, wenn du das meinst. So eine. Naja, rund ist er. Ja, Aber ich ich. habe jetzt hier tatsächlich einen Sonnenuntergang, wie er in der Realität aussieht. Ja, und das ist das Feine. Würde ich jetzt aber auch mal so behaupten. Also ich habe halt noch eine ziemlich helle, orange werdende Kugel und umzu ist eine relativ große Corona. Ja, ich werde es in deinem Video sehen, wie das ausschaut. Ansonsten verweise ich einfach mal auf meinen Steam-Account. Da sind ein paar sehr, sehr schöne Bilder drin. Das kannst du sowieso immer wieder gerne machen. Den kann ich auch gerne mal in dem Video mit verlinken, weil da sind wirklich tolle Fotos drin. Ja, Sonnenuntergang sieht gut aus. So, Ja, und wie gesagt, wo? also hier geht es dann auch nochmal zum Dach auf. Das brauchen wir aber jetzt nicht gehen. Okay. Ich mach mal zu hier. Ja. Und dann gehen wir durchs Treppenhaus jetzt mal über den. Auf dem Boden drauf. Da ist das Ganze jetzt ein bisschen spartanisch ausgefallen. Ja, musst du dich nicht für entschuldigen. Ich mache mal mein HUD aus hier.
Da haben wir hier quasi mein Materiallager. Hier ist Stoffe, Öl und Benzin und sowas drin in den Kisten. Dann habe ich hier die letzte Kiste, ist meine Gedönskiste. Die waren da mal Steine und drin. Alle anderen Kisten sind hierhin. Ja, bis hierhin ist alles nur Holz. Du stellst Lock Cabinot her? Wo hast du das hier benutzt? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es aussieht. Das ist so lange her. Jetzt, sag mir mal schnell, wo das drin war. Hier in dieser Kiste hier, wo ich vorstehe. In der ersten, genau. Ja, das, in der ersten. Ach, dieses Lockkabinen, diese. Das ist für mein zukünftiges Projekt. Ah, okay, weil das ist ja noch das alte Holz, was man damals herstellen konnte, das stabile Holz. Ja, das brauche ich für mein zukünftiges Projekt. Du hast ja gesehen, wie voll das hier ist. Ja. Also da ist einiges drin, so, und dann kann man hier die ganzen... deine Schmiedeecke wieder hier, auch schön gemacht hier oben. Nur, dass wir dieses Mal hier die ganzen Metallkisten haben. Ja, die konntest du natürlich wegen der Schräge jetzt nicht drüber stellen irgendwo so. Genau, und da siehst du auch, wenn du in die eine Kiste hier reinguckst, die an der Tür Rebars steht. Ohne Ende. Ich bin mich am Vorbereiten. Ich habe ein Projekt vor. Du hast ein Projekt vor. Es ist Wahnsinn. Ja, das ist 1, 2, 3, 4, 16 Stacks Rebars und Rampen auch nochmal reichlich. Ja, wie ich eben sagte, ne? Ich habe quasi unten pro Ingame-Minute ein Eisenrohr rausgeholt. Ja, danach sieht das auch aus, muss ich sagen. Ja. Hier sind keine Molds drin in diesen vier Schmieden. Ja. Dafür habe ich hier meine Mold-Kiste. Die ist hier in der Ecke, da ist meine Mold-Kiste. Ah ja, okay. Schon und für hier Waffenteile und alles. Ja. Und hier habe ich dann Zement und also die Iron Molds und die Zement Molds. Ja, Glasmold habe ich gar nicht gemacht. Da muss man ja auch dran denken mittlerweile. Nee, Gläser geht, ne? Seitdem man die wiederverwenden kann, ist das eine richtig schöne Sache geworden. Ne? Ja. Und hier sind die Sachen drin, die ich aus dem Apartmenthaus in der Stadt geholt habe. Ach, okay. Oh, reichlich Betten und Möbel. Du möchtest, keine Ahnung, ein Möbelhaus aufmachen? Ich sagte ja, ich habe ein Projekt vor. Ja, aber ganz und, ehrlich, ich glaube dir, dass du ein Projekt vorhast, aber du hast ein Projekt, wo man 54 Wohnzimmerlampen braucht und 56, krass, okay. Das ist, du willst ein Hotel aufziehen, nein, sag mal nichts, also ich, keine Ahnung. Ich sag da auch nichts, so, und hier ist dann mein Schlafzimmer, das ist diesmal sehr einfach gehalten. Und da habe ich, das siehst du dann gleich, wenn wir auf dem Dach sind, ein wenig angebaut. Das ist einfach gehalten, aber ich finde es trotzdem schön irgendwo so. Also durch die Schrägen gewinnt das immer wieder hier. Was ich schade finde, ist, dass man, wenn man ein Bett hat, dass man das nicht als Schlafsack deklarieren kann irgendwo so. Ne? Ich würde meinen Schlafsack sowieso immer mit reinlegen, ganz einfach. Das wäre dann mein Hundeplatz für meine Cassie, die ja leider mittlerweile verstorben ist. Hm. Aber die hat bei mir auch immer auf so einen Hundeplatz geschlafen, das passt schon. Ja, okay, gut dann. Okay, zwei Idioten, danke. Okay. Ja, dann gehen wir einfach mal nach oben. Nach oben. Erstmal. Jetzt ist es allerdings gerade dunkel. Und, ich könnte wenigstens mal den Sonnenuntergang zurück anschalten irgendwo so. Dann würde ich sagen, dann tun wir das hier, dieses Detail gleich einmal zeigen und gehen einmal zum Sniper-Turm. Ja. Bei denen kannst du auch im Dunkeln sehr gut. Das Leuchtfeuer da drüben ist aber auch echt eindrucksvoll orange, muss ich sagen, ne? Ja, der ist zu nah. Wenn du weiter weg bist, siehst du es nicht mehr. So, hier musst du gucken. Die Treppe, die ist genau daneben, wollte ich nämlich sagen. Hier, wo das Glas ist. Ja, genau. Ja, der Sniper-Turm ist schön beleuchtet. Ah, ich wäre fast runtergefallen. Ach, das sind die Metal-Trussings da oben, ne? Ja, das wollte hier oben partout nicht halt. Ups, was mache ich denn? Was machst du denn? Bin runtergerutscht. Ja, gut. Aber was macht dein Bein? Und das ist wieder gut. Auch wieder Zaun hier? Ja, sage ich dir gleich sofort. Also die Metal Trussings hier, die wollten nicht halten, wenn ich sie direkt ans Haus gemacht habe. Und deswegen habe ich die letzte Schicht Metal Trussings und daran dann die äußeren Metal Trussings und dann hat es gehalten. Ja gut, weil das Metall ist ja schwerer als das Holz und irgendwann... Also Holz an Metall ranzuhängen, kriegt natürlich mehr als umgekehrt. Aber es weiß nur, was erzähle ich dir denn eigentlich was über Statik irgendwo so? Wir sind hier übrigens genau in der gleichen Laufhöhe wie oben auf dem Dach, auf dem Dachgiebel. Ah, okay. Mhm. Da hat jemand ein gutes Augenmaß. Mir fehlt das ja gänzlich. Nein, ich habe das abgezählt. Okay.
Ansonsten nicht. Ja, und dieser Bretterverschlag, den ich hier drauf gemacht habe, deswegen auch den Restdesign des Turms nach unten hin mit den Zäunen, der ist einfach nur ein schneller Bienenschutz. Wenn hier zu viele Bienen ankommen, kannst du dich ganz schnell flüchten. Ja, okay. Ich überlege Deswegen gerade. habe ich den hier drauf. Ach, okay, Moment, die Zäune sind, der Block von dem Zaun ist Der ist bei von außen nach manchen. innen. Und manche sind hier, das siehst du ja, Ich hier wollte zum sagen, Beispiel ist von innen außen. manche müssen ja hier drin sein, ne? Weil sonst Ja, kannst du ja. ja, bei Zaunecken muss man ja eh tricksen, ne? Einmal das und ich hätte sonst die Fackel nicht setzen können. Ach, lass mich raten, hier ist der Block nach außen, weil du hast da unten nämlich extra ein Fenster eingebaut und kein. Obwohl, das Das hast hat du andere gemacht, Gründe. das hast du zum Runterschießen, ne? Zum Runterschießen und weil du einfach mehr siehst als durch die Trussings. Du hast eine bessere Übersicht. Das stimmt allerdings ungemein. Und durch die Trussings kannst du ja nicht mit Fallen durchschießen. Nee, durch die Fenster kannst du auch nicht mit Fallen durchschießen, glaube ich. Ne? Nö, das ist aber in der Höhe eigentlich völlig wurscht. Aber das. Ah, oh Gott, ich falle hier noch runter. Aber die Idee Ja, finde du ich gut, weil kannst. erstmal kannst du hier nicht abstürzen und man sieht mehr. Also, das ist besser, als einfach nur ein Loch zu lassen. Ich hatte sie erst quer drinne, da auf jeden Fall von abraten, weil du ja dann hättest auch mit Pfeil und Bogen durchschießen können. Ja, Ich bin aber. allerdings durchgefallen. Oh. Aber ich habe mir lustigerweise nur die Knochen gebrochen. Ich bin nicht dabei gestorben. Ja, dann ist ja gut. Also, okay, in der Höhe könnte man aber auch schon sterben, muss ich sagen. Ja, also mich hat es auch gewundert. Ich hätte damit gerechnet, dass ich da drauf gehe. Ich kann ja mal gucken. Also ich habe 0 Toter momentan auf meiner Uhr. Und Müsste ich ich habe hier hier eigentlich. 1600, mittlerweile bin ich bei 1900 Zombies irgendwo, Ja, die ich ich sehe gekillt habe. 1604. Dadurch, dass ich ja deine ganzen Dateien bekommen habe, sehe ich es hier auch. Ja, null Tode, genau. Das 1604 siehst du, dann Zombies ist sind das in der es. Map mitgespeichert, ne? Wie in irgendwas. Ja, Ja, ich sehe es. muss. Oder in der TTP müsste das dann gespeichert sein. Eins von beiden. So, ich glaube, 3 Und wenn Uhr. du hier mal runterguckst, Ja. ja, du bist ja nicht schwindelfrei, kannst du dich mal so auf der Ecke stellen und kannst mal runtergucken. Ja, ich bin wirklich nicht. Also das ist unheimlich, dass es in Spielen auch so ist. Ja, das ist schon hoch, muss ich sagen. Schönen Blick auf dein Das geht. Wohnzimmer hat man von hier aus, finde ich. Deswegen hatte ich dir eben gesagt, du sollst nicht auf den Sniper-Turm ganz nach oben gehen, weil du kannst ins Haus gut reingucken von hier aus. Ja, das stimmt. Ja, aber hier ist ein schönes Turm, wenn du möchtest, für das Haus. Oder nimmst du eben das Treppenhaus, was du eben hattest? Für die erste Folge brauche ich ja noch eins fürs Haus. Haha. Genau. Je, dann mal gucken. Weil Aber da verzerrt nämlich auch nichts, das sieht hübsch aus. das sieht schon mal sehr nett aus. Ja, und dann gehen wir nochmal aufs Dach und du kannst die Zeit mal ein bisschen drehen. Ja. Das machen wir ja. Und dann siehst du auch mal, was ich hier für eine wahnsinnige Aussicht habe. Also gerade wenn du jetzt die Maximalweite angeschaltet hast dafür, dann siehst du erstmal, wie schön das aussieht. Dann machen wir es doch mal mittags oder so. So, dann guck dir mal diese Aussicht an. Ich bin mir nicht sicher, ob die auf anderen Richtern nicht noch weiter ist. Also den See sehe ich nicht komplett, ne? Nee, komplett nicht. Also selbst die Maximalweite hört irgendwann ja auf, ne? Ja, aber ich glaube, das andere Ufer sehe ich. Nee, ist das Ufer? Schwierig zu sagen, ob dich. Nee, das ist, glaube ich, noch kein Ufer. Aber man kann wirklich schön weit gucken hier. Ja. Es kommen übrigens, was die Sniper-Türme betrifft, auf jeder Seite des Hauses kommt ein so ein Turm. Das ist gut. Ja. Und hier in den Ecken, das meinte ich mit den Details, die man dank der neuen Möglichkeiten, die Funpimps eingefügt hat, mit den neuen Bauteilen, eben wirklich so machen kann, wie es in der Realität eben auch ist. Ach, vorher Dass konnte man du kein Dreigiebelhaus bauen. hier. Doch konntest du schon, aber nicht mit der Optik. Du hast dann hier immer eine versetzte Optik und so Ecken und Kanten drin gehabt, aber du Ach konntest so. das hier nicht so schön in die Ecke reinfügen. Ja, nee, das sieht auch schön aus, ja. Also das sieht sehr passend aus hier mit den Ja, Ecken. und das ist eben das Stück vom Schlafzimmer, was ich dann, wenn du dich hier hinstellst, nochmal 2 Block angebaut habe. Ah ja, okay. Genau. So, da bin ich mal gespannt, was du noch weiteres Großes planst. Ich würde sagen, wir können ja von hier aus mal, Komm doch mal kurz. ja, wir wollten ja noch mal eventuell die anderen beiden Gebiete zeigen. Ja.
Ich mache hier mal einmal kurz ein Loch ein. Und dann kannst du mal runter gucken. Sieht von unten, von oben nach unten sieht es besser aus. Als von, also weil man sieht halt das Glas halt. Aber da wird dann schon... Das ist eine ordentliche Tiefe, ne? Das ist eine ordentliche Tiefe, ja. Wobei der Blick vom Dach runter wirkt für mich tiefer, weil so für so einen schwindelfreien sind so offene Flächen eher schwieriger. Als da hat man noch das Gefühl, man ist geschützt, man sieht sehr viel Holz halt. Ne? Ja. So, dann repariere ich dir das mal wieder. Oh, geht gar nicht, ich habe keine Flammen. Naja, kommt bald sowieso ein Update. Ach, du kannst die Fenster reparieren, das wusste ich nicht. Doch, kannst du, aber ich habe keine Planks in der Tasche. Kann ich auch nicht mit dienen. Okay, Georg, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hier und wir gehen wahrscheinlich gleich nochmal kurz in hier ein anderes Tauern, gleich nebenan. Ja, lass uns mit Sonnenaufgang verabschieden. Sonnenuntergang hatten wir ja gesehen. Och, aber so einen entschiedeten Sonnenaufgang. Wann sieht doch schön der aus. Denn, wann ist der denn, der Sonnenaufgang? Ja, irgendwo 7 Uhr, 8 Uhr, so um den Dreh. Ja, da ist er, umdrehen. So. Ja, das sieht doch nett aus. Ich finde die, ja. Ich find nach wie vor die Rauchsäulen, finde ich sehr, sehr bedenklich irgendwo so. Aber gut, du brauchst die auf alle Fälle hier. Auf Survivalist mit den Einstellungen, machst wenig Schaden gegen Zombies, die Zombies machen viel Schaden bei dir. Highspawn hattest du teilweise, glaube ich, auch eingestellt oder immer noch, ne? Ja, du hast dich ja so erschrocken wieder von mir die Dateien gekriegt hast und ich dir gesagt habe, du musst die umändern, wie du gesehen hast, auf was ich die Spawnrate eingestellt habe. Ja. Also die reicht mir auf normal ja schon und die auf Highspawn einzustellen ist schon richtig krass irgendwo so und ansonsten oh, alles high. Auf Maximum. Ja, eben. Ja, very high, genau. Okay. Ja, wie das gesagt, das sind halt Standard-Survivalist-Einstellungen. Ich habe den Loot auf 25% runtergedreht. Ja, und das Respawn auf 30 Tage. Das muss man sich auch mal ja, reinziehen. Alles, das alles auf Maximum. Auch was ja. Die Airdrops betrifft, die kommen auch auf Maximum. Ja. Richtig, Airdrops jo. Sind auch sehr selten bei dir irgendwo so. Aber ja, 7 Tage ist eigentlich noch zu viel. Also ich würde es, wenn es ginge, würde ich es einmal im Monat machen, also alle 30 Tage. Können wir mal in den Dateien rumhummeln, das geht bestimmt. Dann können wir gleich ein Tutorial draus machen, wenn es wirklich funktioniert. Ja, ja, okay. Weil du siehst ja, dass ich meine Schränke mehr als voll habe. Also ich komme ja auch auf Survivalist super zurecht, was das Essen betrifft. Ja, das kommst du. Du bist allerdings, wie gesagt, auch schon bei Tag 103. Das ist natürlich anschaulich irgendwo so. Es sind auch die Prioritäten, die ich beim Start habe. Ja, also das erste ist grundsätzlich erstmal Spitzhacke, danach den Sledgehammer. Und dann geht es nur noch Essensversorgung. Das heißt, wenn ich Samen habe, ich gucke schon mal, dass ich die irgendwo geschützt anpflanze, damit ich schon mal die ersten Sachen habe. Ja, du machst ja taktisch natürlich viel klüger vorgehen, als ich jetzt in meinem kleinen Let's Play dagegen irgendwo, wo ich dann gerade mal bei Tag 6 bin oder sowas. Das ist, also gerade bei den Einstellungen muss man da schon taktisch ganz anders vorgehen. Das stimmt wohl. Ja, die Prioritäten, die müssen da ziemlich schnell und eindeutig gesetzt sein. So, mein Fazit, ich finde, das ist ein sehr schönes Haus. Also es ist mal wieder was anderes. Diese Dreigiebeltechnik ist schön. Denn es sind also tolle Ideen dran. Der Sniperturm, die Sache mit den Zäunen und vor allen Dingen das Gewächshaus da unten finde ich ganz phänomenal. Und eigentlich finde ich hier, ich kann gar nicht sagen, was ich hier besonders gut finde, weil ich finde es eigentlich allgemein schön. Das fängt bei der Vorhalle an mit dem vielen Glas und den vielen kleinen Besonderheiten, die man hier sieht. Das ist schon, überleg mal, aber echt. Sich so ein großes Ding hier hinzuzimmern und dann auch noch mit den Schwierigkeitsgrad-Einstellungen. Du sagtest ja, du bist die meiste Zeit dabei, damit beschäftigt, gegen Zombies zu kämpfen. Das glaube ich dir auch. Ja, ich meine, wer war das jetzt gewesen? Der hatte mir, Silencer, genau. Der hatte mir das ja bestätigt. Also ich habe einen 40-Minuten-Tag, ne, also 40 Minuten Rhythmus und 3/4 der Zeit bist du mit Zombie-Killen beschäftigt und 1/4 der Zeit bist du dann mit Sammeln oder mit Bauen beschäftigt. Ja, 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 für ein Let's Play wäre schwierig wahrscheinlich irgendwo so, aber... Ja, also wenn ich ein Let's Play machen würde, dann würde ich das auch auf Medium wieder runterstellen und nicht mit Very High arbeiten. Das ist, weil du bist, wenn du 20 Minuten Let's Play hast, bist du 20 Minuten mit Zombie-Killen beschäftigt, dann kannst du im darauffolgenden Let's Play, kannst du 5 Minuten was zeigen und bist eine Viertelstunde mit Zombie-Killen beschäftigt.
Und nur um danach das Let's Play wieder nur mit Zombie-Killen zu verbringen, das ja, wird keinen genau. Spaß machen. Es ist schwierig dann, genau, eben. Da muss man genau die Aufnahmezeiten abpassen, wenn es gerade mal leer ist. Okay, du hast es bei Survivalist, hast du es momentan mit den aktuellen Zombie-Einstellungen, was Funpimps da mit dem neuen Einer-Patch gemacht hat, du hast es nie Zombie-leer. Weil, also vielleicht mal für eine Minute, also für eine reale Minute, ja, aber die spawnen ohne Ende quasi durchgehend. Mhm. Ja, das glaube ich. Das ist, im normalen Modus ist das schon manchmal ein bisschen komisch, wie die spawnen irgendwo. Da möchte ich das auf High gar nicht sehen. Ja. Okay. Wir sind allerdings jetzt schon deutlich rüber. Ich habe, glaube ich, vor 5 Minuten meine Stoppuhr schon ausgestellt. Ich weiß, ich wollte dich nur nicht unterbrechen irgendwo so. Ansonsten würde ich mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Und wie gesagt, wie immer mit den bekannten Worten, lasst uns einen Daumen hoch oder wie gesagt, dem jungen Mann hier vor mir einen Daumen hoch, damit euch das gefallen hat. Und wie immer, Kommentare werden sehr gerne gelesen und auch beantwortet. Ja, und in diesem Falle wirklich auch mal positive oder negative Kritik, je nachdem, wie es euch gerade ankommt, über die Designideen, die ich hier reingebracht habe, weil da würde ich tatsächlich mal wissen, ob das so ankommt oder nicht. Ja, dann sind wir mal gespannt. Finde ich gut. Okay, dann, ja, wie gesagt, wir gucken uns wahrscheinlich nochmal in den anderen Gebieten um, so als kleinen Vorspoiler, was diese Random Map noch Schönes bietet, denke ich mir, machen wir doch noch, oder? Ja, ne? Ja, was die bietet, auf jeden Fall noch. Also das nächste Bauprojekt, das wird hier in der Nähe sein, das wird nicht in den Ecken sein, wo wir gleich hingehen. Okay, dann werden wir da mal ein bisschen spoilern und da werden wir dann wahrscheinlich die nächste Folge mit verbringen. Okidoki, dann schaltet bitte wieder ein. Bis dann. Tschüss. Ja, und wer die Map selber mal spielen möchte, die Map heißt auch Avonacho. Dann könnt ihr die einfach selber mal spielen, wenn euch die Ecken gefallen. So, bis dahin, bye bye.